Moin Moin Gear-Tester, immer noch Tag 3 der Messe und wir sind jetzt bei Hikes, bei Missy Kerstin von Hikes. Hallo. Und ja, ihr seht es schon im Hintergrund, Schuhe. Wir haben uns gedacht, wir laufen einfach nochmal hier vorbei, weil Hikes für die meisten steht das immer noch so ein bisschen für Sicherheitsschuhe, Feuerwehrschuhe, Rettungsdienst. Aber die können auch ganz andere Sachen, wie man hier im Hintergrund sieht. Genau. Jo, Kerstin. Ja, das ist unser Modell Scout. Wir haben es in einer Damen- und in einer Herrenvariante. Ist ein relativ leichter Schuh, aber dennoch stabil eigentlich. Hat einen Schutz vorne drauf, damit man es nicht gleich abläuft. Hat ein Schnellschnürsystem, was wir hier haben, was man an der Seite schön verstauen kann. Und wir haben auch eine Zwei-Zonen-Schnürung. Das heißt, wir können den unteren Bereich separat schnüren. Das ist ja, wenn ich das unterbreche, das war der Grund, warum ich unbedingt die Schuhe wollte, weil es ist einfach super. Gerade nach der Jagd kein Generve mehr, die schweren Bergstiefel immer aufklicken. Nö, hier. Drücken, ziehen, genau. Fixe. So relativ einfach. Das Schöne an der Zwei-Zonen-Schnürung ist, man kann den unteren Bereich separat einstellen. Sollten auch mal, aus welchem Grund immer, die Schnürsenkel aufgehen, was man bei verschiedenen Jagdschuhen oft mal hat, ist zumindest der untere Bereich noch festgeschnürt. Man hat einen stabilen Halt, einen festen Halt. Genau. Dass der Halt bleibt, genau. Aber auch trotzdem, trotz der Stabilität noch relativ leicht, würde ich sagen. Was haben wir da an Gewicht, so grob geschätzt? Ja, grob geschätzt würde ich jetzt mal sagen, so 700-800 Gramm. Kommt natürlich aber auf die Schuhgröße drauf an. Genau. Du hast gerade gesagt, Damengrößen gibt es separat? Genau, also wir haben Damengrößen von Größe 35 bis Größe 43 und ansonsten Herrenmodelle, die einfach ein bisschen breiter geschnitten sind. Unterscheidet sich dann zum Herrenschuh in was? Eigentlich nur in der Passform, also nur in der Breite. Nur in der Breite, genau. Okay. Ansonsten selbe Funktionen, gleiches Schnürsystem. Also dass der schmale Damenfuß nicht in so ein U-Boot muss. Genau, dass man trotzdem einen guten Halt hat, auch als Frau. Jetzt haben wir da den Scout, hast du gesagt? Genau, richtig. Ich greife nur mal hier rüber. Ja. Das ist meiner nämlich. Nein, das ist nicht deiner. Das ist nicht meiner? Nein, das ist der Nebraska Pro. Du hast einen Nepal Pro. Komm, dann tauschen wir. Dann erzähl uns was über den Nebraska Pro. Ja. Ich hab gedacht, das wäre meiner. Deiner steht noch eins weiter drüben. Der da. Und genau, richtig. Ja, der sieht auch gut aus. Ja, haben einen ähnlichen Grundaufbau. Der hat allerdings ein glattes Leder anstatt vom Rauleder. Hat aber auch genauso die Zwei-Zonen-Schnürung. Ein bisschen andere Schafthöhe ist dabei. Aber sonst vom Aufbau her relativ ähnlich. Alle von den Schuhen haben Gore-Tex, also sind wasserdicht. Auch kein Problem, wenn man mal durch eine Pfütze oder sowas durch muss. Ja, schon Wasser gestanden, wirklich in einem Bach und ging gut. Genau. Sohlentechnisch haben wir da irgendwie bei den Schuhen verschiedene. Die haben dieselbe Sohle drauf. Selbe Sohle. Ja, das war das gut. Das war ein tätiger Angriff. Ich gebe es zu, tut mir leid. An sich dieselbe Sohle drauf. Das ist eine Vibram-Sohle. Gut, Vibram wird jedem, der sich schon mal mit Schuhen dieser Art beschäftigt hat, wird Vibram Begriff sein. Genau, richtig. Genau, also, und dann der dritte im Bunde. Das ist dann der Nepal Pro, genau, richtig. Und im Endeffekt, also große Unterschiede zwischen den dreien haben wir jetzt. Wo nee, man sagen also, müsste, man müsste das jetzt. Optisch ein bisschen Passform, wenn jetzt einem der eine nicht passt, kann man vielleicht auch den anderen versuchen. Mhm. Aber ansonsten ist halt relativ gleiches System, selbe Sohle. Die haben alle vorne eine Überkappe drauf, damit man sich das nicht so schnell abnutzt. Wenn man mal durch die Strip oder sonstiges muss. Die Zwei-Zonen-Schnürung. Ich finde hier bei dem hier mit diesen mit den Pads. Genau, das hat halt die anderen nicht. genau, die haben halt noch einen Knöchelschutz dabei. Gut. Zum Vorteil. Ja. Genau. Das war kurz und knapp die drei, die gerade für die Jagd interessant sind. Aber Kerstin, ich habe was Leuten hören. Genau, im September haben wir eine neue Jagdkollektion, wo wir dann für die verschiedenen Bereiche Pirsch- oder Bergjagd verschiedene Modelle zur Auswahl haben. Jetzt kommt der Witz, wer jetzt denkt, da kommt die neue Auswahl und denkt jetzt an zwei. Es sind keine zwei oder drei. Haus raus. Es sind schon ein paar mehr, also wir haben um die 12 Modelle dann. Wir haben auch gerade schon im Hinterbereich, leider ohne Kamera, dürfen wir schon mal einen kleinen Blick drauf werfen. Das sieht genau. Gut aus. Für einen Prototypen sieht es richtig gut aus. Genau, mehr gibt es dann im September dazu. Aber wer vorab schon mal testen möchte, wir kriegen die neuen Modelle und haben sie auf einer Jagdreise, die wir verlosen, dabei. Jagdreise verlosen, genau. Also, wenn ihr die Tage noch auf die Messe kommt. Ich habe auch schon mitgemacht. Gibt es hier noch ein gutes Gewinnspiel? Weidmannsheil mit Hikes. Gewinnen Sie mit Hikes eine Bordjagd in Ungarn. Also, wenn ihr noch nach Dortmund kommt, kommt vorbei. Kerstin und Team sind da, zeigen euch alles, erklären euch alles. Und ich sage, bis gleich zum nächsten Video. Kerstin. Ciao. Danke. Danke. War schön.